ist die Kollegin Beate Müller-Gemeke vom Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eigentlich sollten Tarifverhandlungen ohne politische Begleitmusik aus dem Bundestag geführt werden. Das ist jetzt zu niedrig. Manchmal ist es nötig. Also etwas höher. Ich bin noch nicht fertig, Herr Kollege. Wer macht das jetzt? Ich? Ist ja süß. Gut, stopp! Jetzt bleibt es aber auch so. Okay, ich sagte keine politische Begleitmusik aus dem Bundestag, aber in diesem Fall geht es ja konkret um den Bund, Herr Veit, und der ist ja auch mitverantwortlich für die Finanzsituation der Kommunen. Also möchte ich der Bundesregierung 5 Gedanken mit auf den Verhandlungsweg geben. Erstens, Bundesinnenminister de Maizière hat ja die Verdi-Forderungen als maßlos überzogen bezeichnet. Die Kollegin Zimmermann hat es gerade schon angesprochen. Wenn parallel dazu die Bundesregierung die Diäten natürlich um satte 10% erhöht, dann muss sich niemand wundern, wenn dieser Vergleich in den Verhandlungen immer wieder eine Rolle spielt. Wir Grünen haben ja gegen die Diätenerhöhung gestimmt, denn wir bewegen uns als Parlament ja nicht im luftleeren Raum. 3,5 maßlos überzogen, hier sind 10% im Bundestag unproblematisch, das passt einfach nicht zusammen. Ich wünsche also dem Innenminister viel Spaß bei den Verhandlungen. Zweitens, die Löhne im öffentlichen Dienst sind zwischen 2000 und 2009 preisbereinigt gesunken. Und wenn der Bund und die Kommunen jetzt immer nur mit den in den letzten Jahren gestiegenen Löhnen argumentieren, dann ist das nicht redlich, weil das ignoriert den Nachholbedarf. Und deshalb verstehe ich schon, dass Verdi momentan 100 Euro für alle fordert, denn das stärkt gerade die unteren und die mittleren Einkommensgruppen, wie beispielsweise eine Krankenschwester, die gerade mal 2.100 Euro verdient. Die Sockelforderung ist also gerecht und sie ist im Übrigen auch richtig. Denn mit Blick auf den Fachkräftemangel müssen diese gesellschaftlich relevanten Berufsgruppen attraktiv bleiben, und Wertschätzung drückt sich nun mal auch über den Lohn aus. Drittens. Verdi fordert ja zudem die Übernahme der Azubis nach der Ausbildung, und Verdi kritisiert auch die steigende Zahl an Befristungen ohne sachlichen Grund und möchte, dass die Arbeitgeber zukünftig darauf verzichten. Und diese Forderungen kann ich aus ganzem Herzen unterschreiben. Der Berufseinstieg von jungen Menschen ist schon heute häufig lang und auch prekär. Und mit Blick auf den demografischen Wandel müsste es doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass junge Menschen nach einer Berufsausbildung eine Perspektive erhalten. Aber der Trend zur Befristung trifft insbesondere junge Menschen. Lebensplanung ist ein Begriff, über den junge Menschen teilweise nur noch müde lächeln können. Und deshalb wollen wir ja die sachgrundlose Befristung abschaffen. Sie, die Regierungsfraktionen, haben sich ja bei den Befristungen auf nichts einigen können. Und das werde ich immer und immer wieder kritisieren. Viertens. Morgen ist übrigens Equal Pay Day, und Frauen verdienen immer noch 22% weniger als Männer. Und wenn wir heute schon über Tarifverhandlungen diskutieren, dann nutze ich natürlich die Gelegenheit und fordere, dass die Tarifparteien überprüfen, ob die Tarifverträge Entgeltdiskriminierungen beinhalten. Der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche und insbesondere gleichwertige Arbeit muss endlich durchgesetzt werden. Die bestehende Lohnlücke muss im 21. Jahrhundert endlich der Vergangenheit angehören, denn Frauen verdienen mehr. Und fünftens, die Kommunen und deren Beschäftigten dürfen nicht weiter unter einer verfehlten Finanzpolitik leiden. Sie müssen so ausgestattet sein, dass sie ihre Aufgaben für die Menschen vor Ort
und natürlich auch ihre Beschäftigten ordentlich bezahlen können. Die Kommunen müssen also endlich im Mittelpunkt der Bundespolitik stehen. Und mit den leeren Versprechungen muss endlich Schluss sein. Naja, es steht viel im Koalitionsvertrag. Man wird sehen, was tatsächlich umgesetzt wird. Momentan muss man wirklich Sorge haben, dass bei den Kommunen fast nichts ankommt. Aber natürlich kostet solche Tarifverhandlungen schlussendlich im Ergebnis auch Geld. Und wenn die Linke jetzt heute einfach mal wieder einen 6 Milliarden teuren Blankoscheck ausstellt, dann machen Sie es sich auch zu einfach mit der Haushaltspolitik. Sie hätten schon reinschreiben müssen, wo Sie das Geld eigentlich herkriegen. Die Verhandlungspartner müssen sich nicht nur einigen. Natürlich muss die Bundesregierung auch für die notwendige Finanzierung sorgen. Kurzum, gutes Geld für gute Arbeit im öffentlichen Dienst, und zwar für Männer und Frauen, finanziell gut ausgestattete Kommunen und ein tragfähiger Haushalt. Das sind die Hausaufgaben, die Sie, die Regierungsfraktion, zu erledigen haben. Wir werden Sie dran messen. Vielen Dank. Als nächsten Redner teile ich das Wort den Kollegen Mamm.